Level 178.1. Unsicher, ungesichert, niedrige Entitätenanzahl. Olim Schwierigkeitsklasse 3. Level 178.1 ist ein lupendes Machia-Haus, dessen Wände und Böden aus Holz gefertigt sind. Der gesamte Boden steht auf dem Kopf, funktioniert aber immer noch identisch mit Level 178. Dies bricht mehrere Gesetze der Schwerkraft und Physik und macht es schwierig, dieses Level zu verlassen oder zu erkunden. Dieser Bereich beherbergt eine Vielzahl von Entitäten, die alle in den Eingängen von Level 178 verbunden sind. Die einzig bekannte Eintrittsmethode besteht darin, eine heiße Quelle in Level 178 hinunterzuschwimmen. Das Level hat mehrere Abschnitte. Ein Innenhof mit einer heißen Quelle in der Mitte, eine umlaufende Veranda, Küchen, ein Hauptbereich, Duschen und Badezimmer mit Schlafzimmern. All diese Bereiche streichen mit den Bereichen von Level 178 aus und sehen mit diesen Bereichen identisch aus, mit der Ausnahme, dass sie auf den Kopf gestellt sind. Das Level ist auf eine ganz bestimmte Weise direkt mit Level 178 verbunden. Alle Entitäten, die Level 178 betreten oder sich in Level 178 befinden, werden auf Level 178.1 transportiert. Es gibt derzeit keine Möglichkeit für Entitäten, Level 178.1 zu verlassen. Und als solches verbringen sie ihre Zeit ziellos damit, Level 178.1 zu durchwandern. Sie neigen dazu, in Bereiche gezogen zu werden, in denen bestimmte heiße Quellen vorhanden sind, die mit Kaschewasser gefüllt sind. Die häufigsten Entitäten, die hier vorhanden sind, sind Wretches. Kaschewasser ist ein Objekt, das auf Level 178 gefunden wurde. Kaschewasser wird selten in heißen Quellen gebildet. Kaschewasser tropft langsam herunter, was dazu führt, dass viele Wesen von diesen heißen Quellen angezogen werden. Um Kaschewasser abzufüllen, nehmen sie einfach eine Flasche Behälter, die einst mit Bandelwasser gefüllt war, und werfen sie es in die heiße Quelle. Etwa 5 bis 10 Sekunden später wird die Flasche aus einer heißen Quelle herausspringen und Kaschewasser gefüllt sein. Kaschewasser reagiert auf diesem Level auf sehr einzigartige Weisen. Wenn eine Entität auf diesem Level mit Kaschewasser bespritzt wird, werden sie viel fügsamer sein, ähnlich wie Facelings auf Level 11. Auf dem gesamten Boden befinden sich Standardholzleitern, die erforderlich sind, um Level 178.1 zu verlassen. Leitern finden sich in der Regel in der Küche, insbesondere in den Küchenschränken. Es wird jedoch berichtet, dass sie in allen Zimmertypen auf dieser Etage zu finden sind. Um das Level zu verlassen, nehmen sie Leiter zu jeder heißen Quelle, die nicht mit Kaschewasser gefüllt ist. Dann klettern sie die Leiter hinauf und betreten sie die heiße Quelle. Schwimmen sie, bis sie wieder Luft erreichen. Dies führt dann dazu, dass sie auf Level 178 auftauchen. Basis und Außenposten. Anbeter des Mondes. Eine Gruppe unbekannter Menschen, die als unglaublich feindselig angesehen werden. Identifizierbar an ihren Umhängen, die sie jederzeit tragen. Sie widmen sich dem Sammeln von Kaschewasser, um es an andere Gruppen zu verteilen. Können selten rund um den Boden gefunden werden. Wird Kaschewasser auf Entitäten oder ihnen verwendet, wenn sie sie sehen. Sie konvergieren zufällig, um über Kaschewasser oder Entitäten zu diskutieren. Es gab Sichtungen von anderen Menschen, die in Gruppen auf dem Level reisten, die sich alle ähnlich verhielten. Sie scheinen sich alle ähnlich wie Entität 15 zu verhalten. Eingänge. Um das Level zu betreten, finden sie eine heiße Quelle auf Level 178 und schwimmen sie hinunter, bis sie durch den Boden fallen. Ausgänge. Um das Level zu verlassen, finden sie eine Leiter überall auf Level 178.1. Sobald sie den Leiter gefunden haben, finden sie eine heiße Quelle und stellen sie sicher, dass der Inhalt kein Kaschewasser ist. Nach der Überprüfung schwimmen sie einfach die heiße Quelle hinauf, bis sie Level 178 erreichen. Mac-Berichtprotokoll. Es wurde beobachtet, dass Level 178.1 eine einzigartige Transformation innerhalb von Menschen stattfindet, die sich in Entitäten verwandeln. Wann immer eine Person den Prozess durchläuft, ein Wretch zu werden, wird sie nicht in der Lage sein, sich vollständig zu verändern. Diese einzigartige Transformation verursacht eine unvollständige. In vielerlei Hinsicht werden sie einem Wretch ähneln. Sie verhalten sich immer noch ähnlich und versuchen immer noch andere anzugreifen. Sie werden jedoch viel menschlicher aussehen und handeln, bis zu dem Punkt, an dem sie im Dunkeln nicht mehr zu unterscheiden sind. Die gefährlichsten Eigenschaften dieser spezifischen Arten von Wretches ist ihre Resistenz gegen Mandelwasser. Während Mandelwasser bei den meisten Entitäten wirkt, wird diese Form von Wretch im schlimmsten Fall nur vorübergehend vom Mandelwasser betäubt. In der Regel reagieren sie show nicht auf Mandelwasser oder verhalten sich so, als ob normales Wasser auf sie gespritzt wurde. Aus diesem Grund gilt es als viel sicherer, Kaschewasser auf alle Wretches auf Level 178.1 zu verwenden.